Also ich bin fürs Erste ganz zufrieden. Wir haben uns 9 Monate nicht gesehen und ich denke, wir haben heute über weite Strecken eine gute Partie abgeliefert. Die Abwehr war zu Beginn, fand ich sehr stark, haben wir auch Tempospiel nach vorne machen können. Zweiter Teil der ersten Halbzeit waren wir in der Abwehr nicht mehr ganz so geschlossen und haben auch vorne im Angriff zu viel in der Breite gespielt. Ja, allererst mal sind wir, glaube ich, happy, dass wir wieder spielen dürfen und können hier nach 10 langen Monaten, muss man sagen. Und auch wenn es unter ungewohnten Bedingungen jetzt war, ohne Zuschauer und ja, können wir, glaube ich, zufrieden sein mit dem Ergebnis. Es war nicht alles perfekt, es waren, glaube ich, auf beiden Seiten viele technische Fehler auch dabei, aber ich denke, fürs erste Mal jetzt nach der langen Zeit war es echt in Ordnung und wir können da zufrieden sein. Ich denke, wir sind gut ins Spiel gestartet, haben da schon gute Akzente gesetzt. Man sieht, wir haben uns lange nicht gesehen, es läuft noch nicht alles rund. Viele technische Fehler, da merkt man, dass ja, die Abstimmung einfach zwischen den einzelnen Leuten noch nicht so ist, wie es im Dezember dann sein sollte. Aber ich denke, wir haben den amtierenden Weltmeister geschlagen, ist schon mal positiv. Wir haben am Samstag nochmal die Chance, dann einen Schritt weiter zu gehen und ja,